Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Es wurde sich tatsächlich noch eine neue Tierlist gewünscht, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt die 8 Dynamax-Formen bei Pokémon. Es gibt leider noch nichts mehr, deswegen wird vielleicht noch ein kürzeres Video, aber egal. Auf jeden Fall, wir besprechen heute die 8 Dynamax-Formen, nach Design erstmal. Und ja, let's go. Also zuerst haben wir hier Cramor, auch ein neues Pokémon. Oh, das Bild ist ein bisschen größer, ne? Egal. Auf jeden Fall, sein Design ist auch eigentlich geil, aber jetzt nicht so heftig. Aber ich mag so seine, so die Punkte bei seinem Flügel so rot und hier so ein wolkenartiger Rauch oder sowas. Sieht schon geil aus. Dann zu Metbo. Eigentlich bin ich kein Fan von so, ja, Käfer-Pokémon. Aber das Metbo ist schon fein so, also er wurde auf jeden Fall besser gemacht. Aber ich würde nur fein geben auf jeden Fall erstmal. Ja, dann fixt noch die Sicht, warte mal kurz. Das wird sich hier leider noch alles verschieben, aber ich versuche das Beste draus zu machen jetzt bei diesen OBS hier. Dann haben wir hier nochmal Kamalm, auch ein neues Pokémon. Sieht so ähnlich aus wie Turtok vielleicht. Also hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Aber es ist einfach nur massive, aber ich würde auch sagen, dass er so ganz okay ist. So, er hat hier schon seinen Panzer mit so einem Stachel draußen. Hier so seine Beine, so ein bisschen mit gelben, ja, auch Stacheln oder sowas. Und ja, ist einfach nur noch größer und mächtiger gemacht. Dann haben wir hier Pokusan, ebenfalls neues Pokémon. Es ist einfach so eine Torte, glaube ich mal. Etwas komisch, aber auch ein uniques Design, sag ich mal. Deswegen würde ich ihn auch auf B lassen. Weil es gab es halt noch nie so. Einfach so eine Torte oder was auch immer das ist. Ah ja, es ist schon nice. Dann haben wir Pikachu. Meiner Meinung nach nicht wirklich geil gelungen. Der sieht halt einfach nur noch ein bisschen dicker aus, ein bisschen fetter. Sein Schweif ist hier so, ja, weiß-goldig mehr. Und der hat auch diese roten Wolken über seinem Kopf. Das ist auf jeden Fall leider nicht gelungen, meiner Meinung nach. Deswegen einfach nur auf C. So, dann haben wir noch Glurak. Also meiner Meinung nach Glurak übelst heftig. Deswegen auf jeden Fall auf S. Das sieht schon richtig, richtig geil aus. Das ist einfach das Design. Schaut mal einfach her. Ist auch ein bisschen dicker, glaube ich. Oder sieht es nur hier im Bild aus? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall noch die Flammen rundherum. Und sieht einfach nice aus hier so. Beim Kopf, wieso hat er noch drei Flammen? Ein bisschen dunkler. Das finde ich auch auf jeden Fall nice. Also auf jeden Fall das beste Dynamax-Pokémon jetzt vom Design her. Dann haben wir Mauzi. Das war ein kompletter Reinfall. Da gibt ihn einfach an. Er ist einfach nochmal in die Länge gezogen, so gefühlt. Aber irgendwie hat jedes Pokémon hier so rote Wolken, ne? Ist es ein Zeichen als Dynamax? Ich glaube schon. Aber komisches Zeichen. Ja, auf jeden Fall, er sieht einfach nur noch größer aus und länger gezogen. Wie gefühlt mit Photoshop einfach so. Ja, D. Und zu guter Letzt haben wir hier Evoli. Das auch, ich sag mal, protziger aussieht. Ich sag mal hier mit seinem, ja, Schal oder so. Ist halt kein Schal, aber es sieht so aus. Schal ist einfach nur noch fetter. Muss nicht unbedingt sein, also könnten die ruhig kleiner machen. Aber ich weiß nicht, also bei Evoli finde ich auch, dass er einfach nur noch größer aussieht. Aber ich finde es schon ganz fein auch auf B. Wir haben jetzt hier alle Plätze sogar eingesetzt. Von S bis auf D. Wie gesagt, Mauzi immer noch finde ich etwas zu weak. Dafür aber Glurak umso geiler. Und Cramor und so. Und ja Leute, das war's mit der Tierlist. Ich habe auch lange keine mehr gemacht. Auf jeden Fall, falls ihr noch mehr Tierlisten sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes machen kann. Ein Zuschauer hat mir vorgeschlagen, dass ich vielleicht Essen nächstes Mal machen kann. Also Food oder so. Und ja, auf jeden Fall Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, haut rein und ciao.